Wir gucken auf Defizite und das haben wir im Sozialstaat heute sehr ausführlich auch heute getan. Aber vielleicht ist es mal andersrum eine gute Idee zu gucken, was funktioniert eigentlich, um das irgendwie zu skalieren, auf anderes zu übertragen. Ich vertrete ein Jobcenter. Ich sehe Bürgergeld tatsächlich als Chance. Ich glaube, dass das Thema Sanktionen in der Grundsicherung in der Öffentlichkeit wahnsinnig hoch gehypt wird. Ich glaube, dass wir mit dem Bürgergeld eine Chance haben, diese Debatte ein bisschen zu entgiften. Ich hatte mal Lust, so eine Veranstaltung mitzumachen. Viele Bürger ja auch immer sagen, ja, die da oben, die Politiker, die kann man nicht erreichen. Und das ist halt sehr bürgernah. Es geht nicht an, dass die Bedürfnisse schwerhöriger und ertaubter Menschen unter den Tisch fallen. Und da appelliere ich an Sie, dass die Behindertenrechtskonvention endlich richtig übersetzt wird. Diese Veranstaltung zeigt, dass ich wieder was lernen kann. Wir werden dieser Formulierungsfrage nachgehen. Danke für diesen Hinweis. Mein Herzensanliegen sind die Sustainable Development Goals, die globalen Nachhaltigkeitsziele. Wir haben Produkte, die wir in Deutschland konsumieren, die auf menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen beruhen. Ich glaube, dass die Welt so zusammengerückt ist, dass uns das nicht mehr egal sein kann. In meinem Politikstudium war natürlich ein großes Thema Partizipation. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass wir hier einfach die Möglichkeit haben, unsere Punkte einmal vorzubringen. Ich habe eine Frage bezüglich der sozialen und medizinischen Berufe, ob es da in gewissermaßen bald höhere Gelder geben wird. Ich will nicht sehnlicher, dass ich in meiner Amtszeit dieser Legislaturperiode meine Unterschrift setzen kann unter einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Altenpflege. Mich ermutigt, dass heute hier Leute sind, die sich interessieren für Zusammenhänge, die auch zuhören können, die aber auch ein Anliegen haben, die sich einbringen wollen. Ich finde es gut, dass wir heute offen diskutiert haben. Sie haben mir heute Mut gemacht. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Herzlichen Dank an Sie.